Kevin Langford zu seinem Debüt bei St. Pauli seit seinem Wechsel. Bei St. Pauli reagierte Markus Kauzinski auf das 0:4 gegen den HSV Fehler im Aufbauspiel der St. Paulianer und Gislason. Da musste Robin Himmelmann die Minuten dann gespielt. Da lässt Diekmeyer Möller Deli stehen und plötzlich steht es 1:0. Andrew Wooten mit seinem 10. Saisontreffer. St. Pauli verteidigt das ganz verteidigt, aber keiner ist richtig bei ihm. 43. Eck, ich finde dann Förster und der ist auf und davon, zieht ab und trifft ins lange Eck zum 2:0. Und Sandhausen wollte es einfach mehr, Uwe Koschin hat aber gewarnt. Anders, 21 Sekunden nach Wiederanpfiff, Flanke Diekmeyer, Schleusener mit dem 3:0. Wie vorher schon Andrew Wooten, auch Schleusener mit seinem, jetzt also mit Sandhausen. Den Schlusspunkt setzt Förster in der 49. Er wusste nicht so recht, wohin mit dem Ball. Dann schießt er ihn eben ins Tor. 4. Treffer für ihn in dieser Saison. Sandhausen, den eingewechselten Diamantakos, der war für Alex Meyer gekommen. 13 Torschüsse im Vergleich zu den 14 von Sandhausen. 10 davon aber nach dem 0:4, da war es ja schon entschieden. St. Pauli also mit der zweiten 0:4 Niederlage in Folge, hat 4 der letzten 6 Spiele verloren. Sandhausen mit dem 2. Sieg in Reihe.